Umar radiallahu anhu, der Mann, über den der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Wahrlich, es gab schon Menschen vor euch, zu denen gesprochen wurde. Wenn sich einer von diesen in meiner Umma befindet, dann ist es Umar. Dieser großartige Mann sagte: Wahrlich, Menschen wurden zur Lebenszeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam durch die Offenbarung beurteilt. Und wahrlich, die Offenbarung ist gestoppt. Und nun beurteilen wir euch nach dem, was uns an euren Taten sichtbar ist. Und wer uns Gutes zeigt, dem trauen wir und dem wenden wir uns zu. Und was er im Geheimen tut, geht uns nichts an. Denn Allah wird ihn dafür zur Rechenschaft ziehen. Aber wer uns Schlechtes zeigt, dem trauen wir nicht und dem glauben wir nicht. Auch wenn er sagt, dass seine Absicht gut ist. Jeden Tag beurteilen wir Menschen anhand dessen, was wir von ihnen zu sehen bekommen. Wir schätzen ein, ob wir ihnen vertrauen oder nicht vertrauen können. Wenn wir jemanden sehen, der nach Alkohol und Drogen riecht und taumelnd und nuschelnd vor uns steht, dann werden die allermeisten von uns nicht davon ausgehen, dass dies eine rechtschaffene Person ist. Wenn wir mitbekommen, dass eine Person jemanden um Geld betrogen hat, dann werden wir dieser Person kein Geld oder andere Wertgegenstände anvertrauen. Wir würden beide dieser Menschen nicht als vertrauensvoll ansehen und der Grund dafür ist klar. Was sie uns von sich zeigen, ist schlecht und nicht vertrauensvoll. Niemand würde dem Dieb seine Wertsachen in die Hände legen und vermuten, dass er die anderen Male bestimmt Gutes mit dem Diebstahl bezwecken wollte. Der Grund, warum er anderen ein Unrecht getan hat, interessiert uns nicht. Und wir entschuldigen dieses Unrecht auch nicht. Wir müssen dasselbe Verständnis wie Umar radiallahu anhu an den Tag legen, als er sagte: Aber wer uns Schlechtes zeigt, dem trauen wir nicht und dem glauben wir nicht, auch wenn er sagt, dass seine Absicht gut ist. Genauso verhält es sich, wenn uns eine Person Gutes von sich zeigt. Wenn wir erkennen, dass jemand seine Aura bedeckt, seine islamischen Pflichten einhält und seine Taten das Wohlwollen Allahs anvisieren, dann werden wir dieser Person vertrauen. Vermutlich würde man dieser Person sein wertvollstes Gut in die Hände legen, ihr folgen, wenn sie einen Weg einschlägt und in vielen Angelegenheiten um Rat fragen. Und auch hierfür ist der Grund klar. Die Rechtschaffenheit dieser Person signalisiert uns, dass man ihr vertrauen kann. Es interessiert uns nicht, ob diese Person im Geheimen vielleicht nur gemocht werden möchte oder hinterhältige Absichten hat. Auch ist es egal, ob diese Person im Geheimen sündigt, ohne dass die Menschen davon mitbekommen. Diese Absichten und geheimen Taten, welche vor den Menschen verborgen sind, sind Allah subhanahu wa ta'ala bekannt. Es obliegt Allah allein, ihn dafür zur Rechenschaft zu ziehen, von dem die Menschen nichts mitbekommen. Auch hier müssen wir so vergehen, wie Umar radiallahu anhu es vom Propheten sallallahu alaihi wasallam lernte. Wer uns Gutes zeigt, dem trauen wir und dem wenden wir uns zu. Und was er im Geheimen tut, geht uns nichts an. Denn Allah wird ihn dafür zur Rechenschaft ziehen. Dieses Verhalten, einen Menschen anhand seiner Rechtschaffenheit zu beurteilen, und dazu gehört das Einhalten seiner Pflichten, denn jemand, der seine Pflichten nicht einhält, handelt nicht rechtschaffen, müssen wir auf alle Menschen übertragen. Diese Denkweise ist wie ein Filter, der uns davor schützt, dem Falschen zu vertrauen und so betrogen zu werden. Paradoxerweise verfahren wir auf dieser Weise mit Menschen, denen wir im Alltag begegnen. Doch einige machen bei bestimmten Personen eine Ausnahme. Sie wenden diese Denkweise nicht auf alle Menschen an. Und die Konsequenz ist, dass demjenigen vertraut wird, der uns zeigt, dass man ihm nicht vertrauen sollte. Diese Menschen, die uns zeigen, dass man ihnen nicht vertrauen soll, indem sie ihre Pflichten vernachlässigen, durch ihren Handel Unterdrücker unterstützen, das Schlechte gebieten und das Gute verbieten und zulassen, dass sich Ungerechtigkeit und Verderben auf der Erde breit machen, sind die Herrscher in der islamischen Welt. Ihnen wird unterstellt, dass sie gute Absichten hätten und größere Pläne verfolgen würden. Umar radiallahu anhu
der Gefährte und enge Vertraute des Propheten sallallahu alaihi wasallam, hätte diesen Herrschern im Leben nicht vertraut, denn er selbst sagte ja, aber wer uns Schlechtes zeigt, dem trauen wir nicht und dem glauben wir nicht, auch wenn er sagt, dass seine Absicht gut ist. Wundert sich die Umma etwa darüber, wie wir den rechten Pfad verlassen konnten, während diejenigen, welche sich durch Macht und Status die größte Verantwortung aufluden, die meisten Entschuldigungen für ihr Unrecht zugesprochen bekommen? Abu Bakr radiallahu anhu wurde einst gefragt, wie lange werden wir uns auf diesem rechten Weg befinden? Seine Antwort war klar, solange eure Anführer rechtschaffen sind. Diese Führer haben offenkundig ihre Rechtschaffenheit verloren. Sie vernachlässigen offenkundig ihre Pflichten. Sie begehen offenkundig Haram, unterstützen den, der Unrecht tut in seinem Unrecht. Doch die Umma gehorcht ihnen trotz all dessen weiterhin und entschuldigt sie sogar für ihre Verfehlung und Nachlässigkeiten. Haben wir denn nicht mitbekommen, dass selbst Abu Bakr radiallahu anhu in seiner Position als Khalif, welcher viel besser war als alle lebenden Herrscher dieser Welt zusammen, sagte, O ihr Leute, die Starken unter euch sind in meinem Ermessen so lange schwach, bis sie mir das aushändigen, was dem Recht nach von ihnen verlangt wird. Gehorcht mir, solange ich Allah und seinem Gesandten sallallahu alaihi wasallam gehorche. Ich habe keine Verfügung über euch, wenn ich Allah gegenüber ungehorsam bin. Das ist unser Maßstab. Das ist unsere Messlatte. Wir dürfen keinen geringeren Maßstab als diesen für unsere Herrscher in der islamischen Welt anlegen. Denn wir sind vom rechten Weg abgekommen, weil wir nicht rechtschaffene Führer über uns akzeptiert haben.